ich bin Lisa und ich mache ein freiwilliges soziales Jahr im politischen Leben im Hessischen Landtag. Hier, wo ich gerade stehe, am Redepult im Plenarsaal, halten normalerweise Abgeordnete ihre Reden. Doch regelmäßig haben auch Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, hier politische Debatten zu führen. Was normalerweise monatelang dauern kann, wird beim Planspiel Wir sind Abgeordnete an einem Tag durchgespielt. Der Weg eines Gesetzes, von den Anträgen in den Fraktionen über die Diskussionen in den Ausschüssen bis hin zur finalen Abstimmung aller Schülerabgeordneten. Damit ihr seht, wie genau das abläuft, nehme ich euch einen Tag lang mit. Warum machen wir das? Wir möchten Ihnen heute an diesem Tag übermitteln, dass Politik sehr viel Spaß macht. Ein paar Abgeordneten Fragen zu stellen, fand ich sehr gut, weil sonst hat man ja logisch nicht so wirklich die Möglichkeit dazu, und die verschiedenen Sichtweisen dann auch mal zu sehen, wie sie auch so aufeinander reagieren, war auch sehr interessant. Und was machen Sie hier genau? Also ich leite quasi die Ich habe eben das Wort und teile auch den Rednern das Wort, bin dafür da, wenn Zwischenfragen gestellt werden. Genau, habe eben den ganzen Ablauf im Überblick. Die Fraktion der Konservativen Partei und die Fraktion der Ökologischen Partei schlagen Herrn Abgeordneten Kevin für die Wahl zum Ministerpräsidenten vor. Wer dafür ist, bitte ich um das Handzeichen. Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, nochmal. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Bildungspolitik. Was die Anträge der sozialistischen Partei und der Freiheitspartei zum Thema Drogenpolitik angekündigt haben, sind wir auch gegen die Legalisierung von Cannabis und weichen Drogen. Vielen Dank. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor und ich gehe davon aus, dass wir die Anträge in den Innenausschuss überweisen, wo weiter über die Anträge beraten wird. Ich finde gut, dass Sie die Ansätze mit dem öffentlichen Personennahverkehr drauf eingegangen sind und auch mit der Sanierung der Straßen. Ich eröffne die dritte Plenarsitzung. Von der Freiheitspartei kommen dem Antrag der Konservativen leider nicht zustimmen, obwohl wir es sehr gerne getan hätten. Es gab eine witzige Debattenkultur. Wer dem geänderten Antrag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Ja, also ich bin die Innenministerin und ich finde es sehr, sehr spannend hier. Man kann alles selbst ausprobieren, ausleben, und ich finde, es ist mal eine Alternative zum Schultag.